Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Diese Reaction ist etwas außerplanmäßig, denn ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell schon das neue Video parat hat. Ich rede vom guten Tridashi Dan. Der nächste Teil von Friendship is Randomly Musical ist endlich online. Yay! Ich freue mich diebisch da drauf und ich habe auch ein bisschen was gut zu machen, nachdem beim letzten Mal es nicht so wirklich rund bei mir lief und ich nicht wirklich viele Songs erkannt habe. Ich hoffe auf Besserung heute und natürlich könnt ihr wieder hier unten genau sehen, wie viele Songs ich erkannt habe, wie viele nicht und natürlich hier über mir steht dann auch wieder, welcher Song das ist. In diesem Sinne, legen wir los. Es juckt mich in den Fingerspitzen und ich bin mir sicher, ihr freut euch auch genauso wie ich da drauf. Los geht's. So. Diesmal werde ich vorbeugen, dass das nicht wieder rumspinnt. Ich starte das Video jetzt. And now I just have to teleport Trixie on back. No, Starlight. Sehr schön. Geht gleich mal los mit dem Super Mario Death Sound. Oh, Daring Do. Ah, das kenne ich, das ist. Rainbow Dash. Scheiße! Why aren't you in class teaching? Because my Ich will nicht students drüber are nachdenken, boring. jetzt ist. My students are boring, my students are boring, my students are boring, 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 boring. I'm home all alone Da tonight. bin ich raus. I'm home all alone. Oh, Party Rock Anthem! Yeah! Happened? Nice! Are you all right? I've lost my diamond. Nope, da bin ich raus. Been trying Keine to tell Ahnung. you, darling. Ach, das kenne ich auch. Scheiße! Mann! Also zwei, die noch eben waren, die hab ich ja. What the fuck? Nee, oder? Lazy Town Gizmo Guy. Did you just make all that up, or did Ich glaub's that nicht. actually happen? Ach Gott. Das verwendet Scribbler mal ganz oft. Ist das. Oh, you're just Kann a ich nicht brown nennen meinen bastard Namen. because you So have wird's hier jetzt leider weird nicht, rocks. schade. Because you have weird rocks. You have weird rocks. Das ist, Mann! Das gibt's doch gar nicht! Ich kenne den Song! We will rock you! Ey, aber das macht mich wahnsinnig, dieser Song eben gerade. Mann! Kein Plan. But learning to do all those fun tricks with you, it made me realize this is something I want for myself. I want something for myself. Ach, die Chainsmokers mit. Oh, wie heißt denn der Song nochmal? It's sort of thrilling to reveal your Es macht mich deepest, wahnsinnig. darkest secrets. If you need a moment, What the hell? Starlight, it is your coronation. Nope, keine Ahnung. Ah, the magic of friendship grows. Schön, dass er den Song adaptiert hat, finde ich gut. Oh, nice. Ich könnte mir teilweise in den Arsch beißen. Ich glaube, es waren vier Songs dabei, wo ich mir sicher bin, dass ich die kenne. Aber ich komme ums Verrecken nicht auf den Namen. Aber ich will jetzt ganz kurz nochmal reinhören, weil das macht mich wahnsinnig. Also das war der Super Mario Sound. Das ist offensichtlich, das war auch einfach. Dann. Der erste mit Daring Do. Also das ist ein Song irgendwas in den 80ern, aber ich komme ums Verrecken nicht drauf, wie der heißt. Da, wenn ich gleich nochmal rein, beziehungsweise mir die ganzen Songs nochmal raussuche, dann wird es mir mit Sicherheit wie Schuppen von den Augen fallen. So, dann kam das mit Starlight. Na, den kannte ich nicht. Wo waren der andere? Wo waren die anderen denn?
Party Rock Anthem. So mit den Diamonds, das kannte ich nicht. Ach, das Ding, bin ich mir nicht sicher, ob ich es kenne. Ah, hier. Ah ja, genau, dieser Soundtrack, den Scribbler ganz oft verwendet, aber da müsste ich nachgucken jetzt, wie der heißt, weil das... Ich höre ihn so, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Oh. So, den macht mich wahnsinnig mit dem Weird Rock. You had a bad day! So heißt der Song! Scheiße, Mann! Ich hätte drauf kommen können während des Ganzen. Das macht mich verrückt, ey. Man hat so wenig Sekunden Zeit und man kommt einfach nicht auf den Namen. We will rock you. Und der von den Chainsmokers. Wie heißt denn dieser Song, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Ich guck gleich nach und dann werde ich, glaube ich, denken, nein, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Und das mit... Aber die anderen, da habe ich keine Ahnung. Okay, genug recherchiert. Ich gucke jetzt nach und ich gucke auch noch ein zweites Mal komplett in das Video und dann melde ich mich zurück mit allen Namen zu den Songs. Und ja, dann darf ich mir selbst wahrscheinlich ganz viele Ohrfeigen verpassen dafür, dass ich so dumm bin und das nicht selber gesagt habe oder beziehungsweise es mir nicht eingefallen ist. Bis gleich! So, da bin ich wieder und wie ich bereits vermutet habe, könnte ich mich ohrfeigen. Aber erstmal der Reihe nach. Also den ersten, der war ja recht leicht, nicht recht schwer, der war recht simpel, nämlich der Super Mario Death Sound. Das, denke ich, hat jeder erkannt. Zweites war einer der Songs, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich den kenne. Und genauso ist es auch, nämlich Toto mit Africa. Da hätte ich drauf kommen können, weil das tatsächlich auch einer meiner absoluten Lieblingssongs ist, den ich also von den altmodischen Sachen sehr, sehr gerne höre. Das Problem ist... Er hat sich bei mir eher im Kopf verankert vom Refrain und nicht von dem, was am Anfang des Songs kommt. Tradishi hat leider eher das verwendet, was am Anfang des Songs so kommt. Egal, kann ich nicht als Ausrede verwenden, habe ich nicht herausgefunden. Dann Nummer 3, da hatte ich überhaupt keinen Plan. Noise Storm Crab Rave. Ich habe mir das mal angeguckt und war erstaunt über dieses Video. Also sah für mich so ein bisschen wieder so aus wie so ein kleines Internetphänomen. Wer weiß. Dann Nummer 4, LMFAO, Party Rock Anthem. Das, denke ich, war auch keine große Schwierigkeit. Das sollte man auch erkennen. Dann Nummer 5, bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich habe es einfach jetzt betitelt als Minecraft Background Sound oder Background Music. Wenn das einer genau betiteln kann, welcher das ist, dann bitte rein in die Kommentare, weil es war mir nicht möglich herauszufinden, welcher von den Background-Sounds das jetzt war. Aber ist mir ehrlich gesagt auch völlig schnuppe, weil jeder, der mich kennt, der weiß, Minecraft stoß ich so weit von mir wie ein Fußpilz. Dann Nummer 6. Da muss ich zugeben, habe ich mich ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil das war Dr. Dre featuring Snoop Dogg mit Still... D.R.E. Ich bin ja zugegebenermaßen kein großer Fan von Rap, aber den Song kenne ich tatsächlich und da hätte ich auch drauf kommen können, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte auch während der Reaction so ein bisschen überlegt, habe dann aber doch gedacht, nee, komme ich nicht drauf, aber ich hätte drauf kommen können. Schade, aber so ist es halt. Dann Nummer 7, wie vermutet schon Kevin McLee, das war mir schon klar, dass das von Kevin McLee ist und es war auch tatsächlich so, dass es eine dieser Soundtracks ist, die Scribbler ganz oft verwendet für ihre Videos und es war Snicky Snitch. Das glaube ich, werde ich im Laufe meines Lebens nie wieder vergessen, dass dieser Song so heißt und sollte der nochmal irgendwo kommen, werde ich ihn mit Sicherheit erkennen. Dann Nummer 8. Das ist das, wo ich mich ganz fest drüber geärgert habe, weil das habe ich im Nachhinein dann ja doch noch rausgekriegt. Bad Day von Daniel Powder. Ich finde auch, das kann man noch werten. Ich habe es zwar während des ganzen Videos nicht herausbekommen, aber dann hinterher beim Nachgucken nochmal. Also ich habe es ohne fremde Hilfe herausbekommen. Brauchte halt nur einen zweiten Anlauf. Ich finde, das kann man als Punkt werten. Insofern hoffe ich, dass ihr mir dazu stimmt. Nummer 9, Queen, We Will Rock You. Keine Herausforderung. Das ist hinlänglich bekannt.
Nummer 10, das klang mir, sah mir dann auch wieder wie ein Internetphänomen aus. The Duck Song, habe ich tatsächlich noch nie was von gehört. Muss aber ehrlich sagen, das Video dazu sah ganz interessant aus. War lustig anzuschauen. Und dann Nummer 11, da wo ich nicht drauf gekommen bin, auf den Songnamen, den kann ich mir auch leider nicht als Punkt werten, weil ich konnte zwar Interpreten und so, ich konnte, hätte euch sagen, dass es die Chainsmokers sind, featuring Coldplay, das konnte ich euch alles sagen, nur den Songnamen kam ich nicht drauf, nämlich Something Just Like This. Ja, kann ich mir nicht als Punkt geben, wäre unehrlich, wenn ich das tun würde. Es muss halt eben der Song passen. Und wenn, dann am besten auch noch beides, aber der Songname sollte es doch schon sein. Nummer 12 war wieder was Offensichtliches. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das vorher noch nicht kannte. Schande über mich, nämlich Anthropology, Lyras Song. Also war mir bisher noch nicht bekannt. Ich habe es mir mal inzwischen angeguckt und ärgere mich ehrlich gesagt darüber, dass ich es noch nicht kannte. War auf jeden Fall sehr, sehr lustig und irgendwie dann doch auch offensichtlich. Nummer 13, die Red Hot Chili Peppers mit Californication. Natürlich kenne ich die Red Hot Chili Peppers, aber ich muss ehrlich sagen, den Song tatsächlich hatte ich nicht auf der Agenda bei denen. Von daher kannte ich das leider auch nicht. Ich hatte überlegt, bei dem, was Tradition da draus gemacht hatte, ob ich es kenne, aber zum Schluss war ich dann doch dabei, nee, kenne ich nicht und ich hatte auch recht. Den Song hatte ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Ja, und das letzte habe ich wieder erkannt. Das war natürlich die Adaption vom MLP-Song Where the Friend, The Magic of Friendship Grows. So ist der Songname richtig. Es war auch schön, dass er das mit eingebaut hat, weil das ist so ein toller Song. Kann ich mich auch noch erinnern, wisst ihr ja auch noch, dass ich bei meiner Reaction da auch geflennt habe, dann, weil die Szene. Ganze Szenerie einfach so schön war und das finde ich, hat er auch wunderschön adaptiert. Ja, nur noch mal zählen, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Also ich habe den 1, 2, 3, 4, 5. 5 von 14, war leider wieder keine besonders gute Quote, aber wenigstens nicht nur 2, aber trotzdem die Quote. Sie ist seit den letzten Videos ein bisschen auf dem Tiefstand. Also ich muss echt mal was tun, dass das wieder so ein bisschen nach oben korrigiert wird. Naja, kann ich nichts machen. Ich kann nur auf das nächste Video von Tridashi hoffen. Das ist ein bisschen wie eine Droge, es ist schlimm. Jetzt ist wieder ein Video rum und ich freue mich schon wieder aufs nächste. Am liebsten hätte ich das jetzt schon, aber ich weiß, dass es natürlich ein Haufen Arbeit ist für Tridashi, diese Songs halt immer auch zusammenzusuchen und das auch so richtig zu schneiden, dass es aufeinander passt. Und vor allem auch diese Dinger, die wie die Intro-Musik von MLP klingt, zu finden. Also das Internet dahingehend durchzuforsten, also Hut ab für diese Leistung wieder mal, Tradashi. Es war wieder ein sensationelles Video. Wie gesagt, ich freue mich aufs nächste und bin dann natürlich auch recht schnell wieder vor Ort, wenn es denn soweit ist. In diesem Sinne, wie lange haben wir denn? Oh, einige Minuten wieder verplempert. In diesem Sinne verabschiede ich mich dann von dieser Reaction. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal auch wiedersehen. Euer D-Spyro. Ciao!